Ich habe mir mal wieder so ein paar Fragen von euch angeschaut, die mich per E-Mail erreicht haben. Und dabei ist mir eine Sache öfters aufgefallen, die, ich würde mal sagen, vor allem Anfänger betrifft, die wirklich gerade so frisch mit dem Videoschnitt anfangen. Und man kann das gar nicht als klare Frage direkt verpacken. Ich sage mal so, wenn man das als Frage umschreiben würde, würde das so lauten wie, wie fange ich überhaupt an? Also das Problem von vielen ist, sagen wir mal, wir machen irgendwelche YouTube-Videos, ein Review zu irgendeiner Kamera oder so. Man muss ja mit irgendwas anfangen, was man schneiden kann und wie man halt das Ganze aufbauen kann. Und viele haben wirklich das Problem, wie fange ich überhaupt an? Und da möchte ich mal mit euch drüber reden, wie man etwas aufbauen kann hinsichtlich Videoproduktion, ohne sich irgendwas zu verbauen. Sagen wir mal, wir machen jetzt ein Video über eine Kamera. Ich möchte jetzt so ein Review-Video machen für YouTube für eine Kamera. Dann kann ich natürlich verschiedene Sachen ansprechen. Ich kann die Haptik ansprechen, ich kann die Autofokusleistung ansprechen und so weiter. Verschiedene Bereiche. Nur wie fange ich jetzt überhaupt an? Was filme ich denn jetzt zuerst? Das klingt wirklich banal, aber das Problem haben viele. Und ich muss sagen, wenn ich mich zurückerinnere, ich stand vor genau den gleichen Problemen früher. Wie fange ich überhaupt an? Was mache ich? Darum hier für Einsteiger ein Tipp, wenn ihr mit irgendwelchen Videos anfangt. Das allererste, was wirklich eine Basis sein kann für alles, das ist die Aufnahme, du vor der Kamera. Ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, aber es ist ein guter Weg. So wie ich jetzt hier vor der Kamera sitze, könnte ich jetzt über diese Kamera etwas erzählen. Ich hätte hier neben der Kamera, hätte ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, Haptik, Autofokus, Bildqualität, Lowlight, was auch immer, ne? Bedienelemente und so weiter, das könnte ich dann nach und nach abrattern hier, frei aus dem Kopf zum Beispiel, aber auch per Skript, aber dann wäre es wieder on Kamera schlecht, außer ich würde mit einem Teleprompter arbeiten, aber jetzt kommen wir schon wieder zu weit weg. Sagen wir, ich habe einfach neben der Kamera meine Punkte, über die ich jetzt sprechen möchte, wie gerade erwähnt. Dann kann ich das alles einsprechen, das wird auch höchstwahrscheinlich relativ flüssig klappen, weil ich mich ja schon dann auskenne mit der Kamera, andernfalls würde es ja keinen Sinn machen, ein Review darüber zu machen. Und was ich dann habe, wenn ich mein Schnittprogramm öffne und reinlade, ist erstmal ich vor Kamera mit Ton. Das wäre quasi on camera, also Person vor Kamera mit dem O-Ton. Dann haben wir nur eine Spur Video, eine Spur Audio. Das wäre die Grundlage. Und jetzt machen viele den Fehler und machen es mega furchtbar kompliziert. Die gehen raus, die filmen alles mögliche, Drohnenaufnahmen und B-Roll, also Material, was man drüber legt. Und die fangen so an, dass die nicht dieses Person vor Kamera mit Originalton haben, sondern die haben nichts. Das heißt, sie sprechen ein Voice-Over ein, die schreiben sich ein Skript in Word oder wo auch immer und sprechen das dann ins Mikrofon ein, packen das in ihr Schnittprogramm und stehen vor einem schwarzen Bildschirm. Das heißt, sie müssen für jedes Frame, krass gesagt, für jede Sekunde brauchen sie ja Bild irgendwoher. So, das ist schon mal der deutlich aufwendigere Weg. So wie ich es gerade gesagt habe, on camera, ich jetzt hier, ich spreche, das ist mein O-Ton, ich habe das im Schnittprogramm, dann habe ich es schon mal sehr einfach, dann habe ich schon mal eine Basis. Was jetzt viele vergessen, bei der Videoproduktion kann ich es in Schichten immer aufwendiger und komplizierter machen. Das bedeutet, ich bin jetzt zwar vor der Kamera, aber wer sagt denn, dass ich mich denn überhaupt im finalen Video vor Kamera zeige? Ich kann mich nur vor Kamera zeigen, dass ich gar nichts anderes einblende, aber ich kann es natürlich auch so machen, dass ich gar nicht zu sehen bin, sondern dass ich nur den O-Ton, nur die Tonspur benutze. Und passend zu dem, was ich erzähle, blende ich zum Beispiel Sachen ein, wie wenn ich jetzt über die Haptik spreche, dann könnte ich die Kamera hier filmen, wie ich die in der Hand halte und die Knöpfe drücke und so. Und solche Aufnahmen könnte ich dann einblenden, wenn ich über die Haptik des Bodies spreche. Und so weiter. Ich muss mich gar nicht zeigen. Was aber den Vorteil hat, wenn ihr zu einer bestimmten Stelle mal kein Material im Schnitt habt, dann könnt ihr immer, wie ein Fallback, dann könnt ihr immer zurückspringen auf euch vor Kamera. Wo man mich jetzt sieht und ich erzähle irgendwas, ja, die Bedienelemente sind wirklich, wir haben einen guten Druckpunkt, kann ich nichts Negatives zu sagen. Ich kann immer wieder darauf zurück. Wenn ich das nicht hätte, stehe ich jedes Mal vor dem Problem, dass ich mir irgendwie Material beschaffen muss. Der nächste Punkt. Das ist, wenn man diese O-Ton-Aufnahme hat, also Person vor Kamera, ich kann immer passend, was ich gerade sagte, B-Roll, also passendes Material einblenden, zu jeder Stelle, wann immer ich will. Ich kann es auch so weit treiben, wie gesagt, dass ich gar nicht mehr vor Kamera zu sehen bin, habe aber immer diese Möglichkeit, wieder darauf zurückzugehen. Ich denke, das habt ihr verstanden. Das zweite ist auch, man hat ja, es ist ja keine Live-Aufnahme, ich habe also jederzeit die Möglichkeit, wenn ich mein Video schneide und ich denke dann, ah, verdammt,
jetzt habe ich überhaupt nicht hier über den Speicherkartenslot gesprochen. Mensch, die hat ja nur einen und das ist ja für mich ein Riesenproblem. Ich mache Hochzeitsfotografie als Beispiel oder so und ich brauche immer zwei Slots oder so. Wenn euch das im Nachhinein einfällt, könnt ihr immer noch Einschübe machen. Ihr macht wirklich einen Schnitt in eurem Video, schiebt mal alles beiseite und filmt dann nochmal zum Beispiel die Kamera ab, Mikrofon in die andere Kamera, die jetzt diese Kamera hier filmt. Und dann macht ihr einfach nochmal eine Aufnahme. Übrigens, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen oder wie auch immer ihr das machen wollt. Hier, die hat nur einen Speicherkartenslot. Das ist ein riesen No-Go für mich und geht überhaupt nicht. Und das kann ich dann im Schnitt da reinpacken an die passende Stelle und fertig. Ich kann das auch nur als Voice-Over machen, dass ich jetzt in meinen Computer oder meinen Tonrekorder das einfach einspreche. Dann habe ich an der Stelle, wo ich jetzt über den fehlenden zweiten Speicherkartenslot spreche, nur Ton. Und dann blende ich halt separates Material ein, wo ich hier die Kamera zeige und den Speicherkartenslot. Also gibt es ganz viele Wege. Was ich nur sagen will ist, ihr habt immer die Option, es noch komplizierter, noch schwieriger, noch aufwendiger zu machen. Nur wenn man erstmal so eine Basis hat und das ist halt eine Grundlage. Dann kann ich alles andere oben drauf legen. Was ich dann wirklich im Endeffekt hinterher zeige, das ist ganz egal. Und noch eine wichtige Sache. Wenn wir den O-Ton haben von einem Videomaterial, wo ich vor Kamera sitze und spreche, habe ich natürlich auch den tollen Vorteil, ich kann so Sachen machen wie, ich zeige mich die ganze Zeit im Video überhaupt nicht, ich höre nur die Stimme und blende anderes Material dazu ein, immer passend zu dem, was ich gerade erzähle. Im Beispiel des Kameratest-Videos hier, immer die passenden Stellen von der Kamera oder Menüs abgefilmt. Und ganz zum Schluss kann ich fließend übergehen von Videomaterial, wo ich hier die Kamera zeige, zu mir blenden, wo ich mein Fazit spreche, ohne Unterbrechung, weil ja unten drunter mein Hauptvideo liegt, wie ich vor Kamera spreche. Das sind sehr subtile Techniken, wie man alles so fließend ineinander übergehen lassen kann. Aber man muss es einfach wissen, dass es das so gibt. Die anderen Geschichten sind natürlich auch noch Intros und Zwischensequenzen, was ihr auch jederzeit machen könnt. Ihr könnt euch dann unterbrechen, könnt noch ein Intro dazwischen packen. Das heißt, ihr habt euer Material, wie ich vor Kamera hier über die Kamera spreche. Und dann macht ihr eine Einleitung. Heute sprechen wir über die Canon 5D, hast du nicht gesehen, wie auch immer. Und dann macht ihr einen Cut und macht dann ein Intro rein. Also das erste Mal so kurz, worum geht's in dem Video. Dann schneidet ihr euer Material, packt euer Intro rein und dann kommt der Rest des Videos. Also dann fängt man quasi an mit dem Review. Das passiert alles nach und nach. Aber nur, dass man mal so eine Grundidee hat, das war halt die Intention von dem Video hier, warum ich das gemacht habe. Macht euch erstmal ein Fundament und darauf könnt ihr aufbauen, immer weitere Sachen dazuschneiden, verändern, auch wenn euch nachträglich noch was einfällt, dass ihr das vergessen habt. Das ist kein Problem. Es ist ja keine Live-Sendung, ja. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen mal wieder geholfen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie so eure Vorgehensweisen sind. Es gibt nicht den einen richtigen Weg und je nach Art des Videos variiert das auch wieder. Aber das ist im Prinzip immer so der Grundstock, wie man arbeiten kann. Sagen wir, ihr macht irgendwelche Videos für Firmen und da erzählt ein Mitarbeiter über die Produktion in der Firma. Dann setzt ihr den interviewmäßig vor die Kamera, er erzählt das, Produktion Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und darüber packt ihr euer B-Roll und zeigt halt passend zu dem, was er gerade sagt. Das Ganze. Und dann habt ihr auch nie das Problem, dass ihr zu wenig Material habt, weil ihr könnt ja immer zurückfallen auf die Person vor Kamera. Ja, wenn man das hingegen nur mit einem Voice-Over machen würde, wie gesagt, man muss zu jeder Sekunde sich irgendein Material ausdenken, was man zeigt. Manchmal passt es dann auch überhaupt nicht oder wirkt langweilig. Hingegen, wenn eine Person vor Kamera spricht, wirkt es immer irgendwo interessant, außer der Mensch ist da ja, halb, ich will nicht sagen halb tot, aber es gibt halt welche, die wirken extrem langweilig vor Kamera, aber das ist so das Grundprinzip. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen was gebracht und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Also bis dann, macht's gut, ciao.